Wir haben von der K-Zeitung den Stefan Lenz hier, der das Ganze moderiert. Dann haben wir Beraterin für Visionäre, da bin ich ganz gespannt, was das ist, die Jenny Gleismann. Dann haben wir vom Hachtel Werkzeugbau den Steffen Hachtel hier, von Dustformbau den Martin Becker. Und dann haben wir von Stolz und Seng Kunststoff, Spritzguss und Formbau den Herrn Christian Seng. Da sitzt er. Und von Mühtech Werkzeugbau den Michael Klink. Heribert Quast. Heribert Quast ist eingesprungen. Genau. Okay, gut. Nehmen wir auch. Gut, dann haben wir natürlich nicht zuletzt den Franz Czarra wieder von Deckerbau. Dann übergebe ich. Ich habe. Danke. Herbert, das Mikro. Dankeschön. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Vordenker-Kooperation, da muss man sich erst ein bisschen was drunter vorstellen. Einer der Visionäre, Franz Czarra, und Ideengeber des Ganzen. Vielleicht erklären Sie mal kurz, was steckt dahinter, wie kamen Sie auf die Idee? Also es scheint sich rumgesprochen zu haben, dass ich eine gewisse Mitschuld habe, dass es diese Runde gibt. Ich habe sie wahrscheinlich schon ein Stück weit initiiert und ich habe sie auch deswegen initiiert, weil der Mittelstand, wenn man Mittelstand zukunftsfähig halten will, dann muss er anders operieren, als es bisher gemacht hat. Bisher war der Mittelstand eher regionale, in einer regionalen Struktur integriert. Das heißt, seine Kunden waren aus dem regionalen Bereich und da war dann auch eine regionale Konkurrenzfähigkeit ausreichend. Heute haben wir die Situation mit der Globalisierung, mit der Vernetzung der Weltwirtschaft, dass wir eine internationale Konkurrenzfähigkeit brauchen. Und es gibt Firmen, die magen das haben und andere werden es über kurz oder lang erreichen müssen. Und da war einfach der einfache Gedanke da, wie viel Kraft muss ein Unternehmen aufwenden, um allein diese gesamte Leistung zu bringen, sich auf Dauer weltweit wettbewerbsfähig zu machen? Oder geht es nicht doch ein ganzes Stück leichter, wenn mehrere Unternehmen sich zusammenschließen und in einer gewissen Aufgabenteilung praktisch hier vorgehen? Und das war eigentlich so der Grundgedanke, mit dem wir hier gestartet sind. Okay. Dann habe ich erfahren, dass auch im Zuge Ihrer Idee auch die Frau Gleitzmann unmittelbar mit ins Boot geholt wurde. Vielleicht ganz kurz, wie hat sich das gestaltet, beziehungsweise wie definiert sich Ihre Funktion in dieser illustren Runde? Also unmittelbar ins Boot geholt ist sehr witzig. Der Franz Czarra hatte die Idee und hat mich angesprochen und hat gesagt, Jenny, Mann müsste mal. Und dann hat er gesagt, du müsstest mal. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist eine gute Idee, eine Kooperation zu bilden. Ich finde, das sollte derjenige initiieren, der diese wunderbare Idee hat. Und habe quasi den Ball zurückgegeben. Wie das aber so ist, wenn man angesprochen wird, so ganz kann man den Ball dann doch nicht zurückgeben und man fängt gemeinsam an zu überlegen, wie könnte man da mal eine Initialzündung machen. Weil ich glaube, ob eine Idee zukunftsfähig ist oder nicht und ob die gebraucht wird oder nicht, erkennt man erst, wenn man einmal drüber redet und sich möglicherweise andere finden, die mitmachen. Okay. Eine kurze Frage noch an den Herrn Czarra. Wie hat sich diese Runde oder wie ist diese Runde entstanden? Sie sind ja sicher nicht aufgestanden und haben gesagt, so, heute lade ich den Herrn Steffen Hachtlein und den Herrn Seng, sondern da macht man sich ja Gedanken, wer passt in so eine Runde, ja? Oder also kann ich dafür gewinnen? Ja? Ich habe die Frau Gleixmann kennengelernt in einer Veranstaltung. Diese Veranstaltung wurde von der Firma Evomix durchgeführt und hat sie genannt der Vordenkerkreis. Und im Rahmen dieses Vordenkerkreises habe ich also gemerkt, dass die Frau Gleixmann gerne nach vorne denkt. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mit der Frau mal reden, weil das ja, was ich da mache, auch nach vorne denken ist. Okay. Und die einzelnen Unternehmen, wie sind Sie auf die gekommen? Das kann ich vielleicht dann noch ergänzen. Ja, dann hat natürlich die Frau Gleixmann die super Idee gehabt, dass sie sagt, du, wenn du schon so eine Idee hast und diese Zündung machen willst, dieser Vordenkerkreis, der hat sich, glaube ich, zweimal im Jahr immer getroffen oder dreimal, ich weiß es genau, gibt es immer noch,
machst du beim nächsten Mal ein Referat, wo du diese Kooperation mal praktisch initiierst. Und das habe ich dann gemacht. Das war zur MEX in Stuttgart, haben wir das damals zusammengelegt. Das war letztes Jahr. Und ja, da hatten wir dann 40, 50 Zuhörer. Und dann hat es 7 Dumme gegeben, die drauf angesprungen sind. 2 sind abgesprungen und die anderen, damit nehme ich mal los. Frage an den Herrn Seng. Jetzt haben Sie sich als Herr Seng und als Unternehmer dazu entschieden, da mitzumachen bei dieser Vordenker-Kooperation. Was war für Sie die Voraussetzung? Oder wo haben Sie gesagt, was war diese Initialzündung? Ja, das ist was für mich. Oder anders gefragt, es steckt ja auch ein gewisser Wertekodex hinter dem Ganzen. Den muss man ja mittragen können. Ja, ja, also im ersten Step war es eigentlich durch die, ich nenne es jetzt mal Brandrede vom Franz Tschacher an dieser Veranstaltung, hat es einfach, ja, wie ist es, man redet immer viel, aber man tut nichts. Und wenn man halt 5-mal drüber redet, irgendwann muss man auch mal die Entscheidung treffen, ja, wir tun auch was. Und da war ich dann so spontan und habe wie die anderen auch gestreckt und habe gesagt, jawohl, ich will hier auch mitmachen. Viel mehr wusste man eigentlich mal noch gar nicht. Also das war mal was, ein Schuss ins Blaue und sagen, okay, komm, jetzt probieren wir was. Und das zu meiner Entscheidung. Also es war jetzt nicht irgendwas geplant oder sonst was, sondern es war einfach, okay, natürlich dieser Vordenkerkreis hat das Ganze schon etwas blühen lassen, entstehen lassen. Die Gedanken sind ja schon öfters ausgetauscht worden. Aber wann es mal richtig losging, da haben wir eine Initialzündung gebraucht. Das war eben diese Brandrede. Zum Kodex, Wertekodex oder wie, was Sie jetzt gerade genannt haben, das stimmt schon. Man muss sich auf was einlassen. Und wo es heißt, sind ja irgendwo gewisse Know-how, was ich vielleicht nachher weitergebe oder wie auch immer. Oder auch von mir persönlich entsprechend irgendwelche Themen weitergebe. Und das sind, sollen wir mal kurz warten? Ja. Dankeschön. Das war nicht das Signal, dass es zu lange gedauert hat. Sie dürfen ruhig weiterreden. Und entsprechend haben wir uns dann natürlich in dem ersten Treffen gleich mal zusammen entschieden, dank Jenny natürlich auch, uns einen Wertekodex zu verschreiben. Das heißt, wir haben den selber erarbeitet. Das war für uns sehr gefühlt sehr mühsam im Nachhinein, aber das Ergebnis war bombastisch und dieser Wertekodex wird bei uns in den Unternehmen weitergetragen, den vermitteln wir an unsere Mitarbeiter und haben dazu mal die Grundlage geschaffen. Okay, danke. Gleich weiterleitend die Frage an den Herrn Becker. Wir haben es gerade gehört, es werden sensible Daten ausgetauscht. Ja. Wie geht man damit um? Ja, das ist ja ein Umdenken generell eines Unternehmens oder das unternehmischere Denken muss man da irgendwie ad acta legen. Also man sagt, ich gebe jetzt Dinge von mir preis oder von meinem Unternehmen preis. Wie sind Sie damit umgegangen oder wie gehen Sie damit um? Also ich muss zugeben, am Anfang war der Gedanke, gerade wo wir uns auf der Messe in Stuttgart, das war die Vordenker-Veranstaltung kurz vor der Molding Expo, wo auf einmal alle gestreckt haben und sich ein Kreis gebildet hat, wo man sich schon überlegt hat, oh okay, erstens mal kenne ich keinen da drin und das zweite Thema war so ein bisschen die Kooperation, in welche Richtung geht es da? In welche Richtung geht es da? Von den Gedanken und vom Austausch. Wenn ich da von mir persönlich rede, dann komme ich da aus einem schon auch Konkurrenzdenken, möglichst nichts preiszugeben, vielleicht auch eine magische Ausstrahlung wahrscheinlich. genau, und im Zuge der Veranstaltung hat sich das dann auch über die Definition von Wertekodexe oder von einem Wertekodex relativ schnell dann auch gelegt. Also man kann wirklich sagen, so Vertrauensbasis ist das höchste Prinzip, was bei uns arbeitet. Das gesprochene Wort oder die gesprochenen Themen bleiben im Raum.
so wie sich die FOCO gefunden hat, zum Schluss sind wir eigentlich auf einer Basis unterwegs, wo man sagen kann, so Alltagsthemen werden diskutiert, aber es ist nicht mal die wirkliche Grundlage von dem Arbeiten und das Vertrauen ist einfach da, also wir diskutieren sehr offen da drin. Also ich höre das jetzt zwar, ich sehe das ein bisschen anders. Okay. Das ist gut, dafür ist die Diskussion da. Da haben sich 7 Unternehmer zusammengeschlossen, die wollten schon kooperieren. Die haben am Anfang überhaupt nicht miteinander gesprochen. Sondern die haben das gemacht, was sie in den Unternehmen gut können, nämlich reden. Nämlich jeder für sich, aber miteinander geredet haben die nicht. Und ich habe auch die Blicke gesehen, die sie sich zugeworfen haben. So, den gucke ich mir erst mal an. Oder was macht denn der genau? Oder was soll denn das jetzt hier mit dem Chacha? Und das hört sich jetzt so an, als wenn das nicht da gewesen wäre. Das war alles da und das war ganz wunderbar da. Und das ging bis dahin, dass wir, die Anekdote möchte ich ganz kurz erzählen, in der zweiten oder dritten Sitzung ging es darum, es muss ja mal was gemacht werden, weil Werkzeugbauer machen ja gerne. So. Und dann ging die Diskussion los, wer macht denn jetzt? Und dann wurde früh geredet und dann wurde einer angesprochen, nämlich der Christian Seng, und da wurde zu dem gesagt, du machst das jetzt. Und der sagt, nö, mach ich nicht. Und dann guckten die anderen den an und dann fehlte nämlich was. Im eigenen Betrieb kann ich nämlich jetzt etwas tun. Ich kann sagen, doch, du musst, weil ich bin hier der Chef. Jetzt war der Christian aber auch Chef. Jetzt standen die da gegenüber, die Alpha-Tierchen, und keiner wollte mehr was machen. Und also ganz so easy, war es meiner Meinung nach nicht. Von wegen, wir haben uns auf Werte geeinigt, waren ganz offen miteinander und konnten auf einmal ganz wunderbar unsere Arbeitsergebnisse austauschen. Dankeschön. Ich höre raus, also kooperieren ist nicht ganz einfach. Muss man kooperieren, in dem Fall dann auch neu lernen oder neu definieren? Kurze Frage an den Herrn Quast. Definitiv. Ja. Also ich war nicht von der ersten Sitzung. Für Sie persönlich, meine ich. Ja. Ich war nicht von der ersten Sitzung an dabei. Gestartet ist mein Partner, der wäre auch normalerweise heute hier gewesen. Und der kam zurück und hat gesagt, du, wir haben uns da zu 7 Unternehmen getroffen und wir wollen ein bisschen miteinander kooperieren. Ich sage so, Auftragskooperation, ja, so habe ich das verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, warum sollen wir das machen? Haben wir schon 2-3 Mal probiert und am Ende haben immer wir draufgezahlt dabei. Das heißt, wir haben den Einsatz gefahren, zurückgekommen, hast du relativ wenig. Und das war der Start. Heute sehe ich die Situation komplett anders. Für mich ist FOCO heute ein Forum, wo es ja um Kooperation geht. Es geht aber um Kooperation auf einer ganz anderen Ebene. Es geht um Kooperation, wie entwickeln wir unsere Betriebe weiter? Wie kommen wir von unserem Extrem, wir sehen es hier, die ganze Halle ist voll, von unserem hohen technischen Standard wieder dazu, dass der Mensch, der diese Anlagen betreut, dass der Mensch, der für das Produkt verantwortlich ist, dass der wieder anfängt, im Mittelpunkt zu stehen. Wir haben uns in Deutschland davon wegentwickelt. Wir reden immer mehr über Automation, über weniger Personal, alles zu teuer in Deutschland. Das Ergebnis ist, dass wir uns entmenschlicht haben. Und eines dieser Kernthemen, mit dem wir uns in FOCO beschäftigen, ist, dass alle Unternehmen, die hier dabei sind, das gleiche Problem haben. Und dass wir alle ein Stück zurück wollen, mehr in Richtung dieser Menschlichkeit und dieser Zusammenarbeit. Und wenn ich das jetzt noch tun kann, mit 5 Unternehmen, die alle von dem Gedanken her in die gleiche Richtung ticken und die noch nicht mal unbedingt sich konkurrierende Produkte haben, ist das genial. Und es geht, um das nochmal zu betonen, es geht nicht darum, ich schiebe dir einen Auftrag zu, du gibst mir einen Auftrag. Wenn das der Kernpunkt gewesen wäre, ich glaube, dann wäre es nicht so spannend. Weil da bräuchten wir FOCO nicht dafür, um da Aufträge miteinander auszutauschen. Das wäre viel zu klein gedacht. Okay, danke. Kurze Frage an den Herrn Hachtel. Wenn Sie jetzt so an die Zeit vor dem Beginn von FOCO denken, für Sie und Ihr Unternehmen, was hat sich da verändert? Ja? Vorher zu nachher? Auch in Ihrer Denkensweise vielleicht für gewisse Dinge oder wie Sie gewisse Dinge jetzt angehen im Alltag? Da hat sich extrem viel verändert. Da könnte ich jetzt sehr philosophisch werden. Ich sage einfach mal einen Punkt. Das Unternehmerdasein macht.
mehr Spaß, viel mehr Spaß, als es vor FOCO war. Denn was macht denn so ein mittelständischer Unternehmer wie ich und wie die anderen auch? Die denken Tag und Nacht daran, wie können sie ihren Laden optimieren, wie taugt das Geschäftsmodell noch in der Zukunft, wie kann man weitere Entwicklungen starten und so Dinge. Das trägt man so mit sich als selber durch. Ja. Und dann stand der Franz Schacher da und gesagt hat, wenn wir kooperieren und jeder, das war meine Initialzündung, jeder was reingibt in die Kooperation und nicht fragt, was er rauskriegt, sondern was reingibt. Und ich dachte, ja, das ist so ein positiver Spinner, wie ich selber auch einer bin, das wäre eine Basis für eine FOCO. Und wenn ich jetzt heute überlege, das macht richtig Spaß, diese Treffen, wie der Herbert gesagt hat, es geht da um andere Dinge, es geht darum, wie kriegen wir Unternehmensvisionen für uns selber formuliert, wie wachsen wir daran, was heißt das eigentlich, wie können wir das in die Unternehmen transferieren. Und es macht riesig viel Spaß, mit Gleichgesinnten sowas zu diskutieren, in dem Kämmerlein selber das auszukaspern für sich. Und wenn man dann merkt, dass das in die Unternehmen so langsam runtergeht, also eins dieser Ziele ist auch, ein FOCO-Mitglied hat bei mir im Unternehmen immer offene Türen und umgekehrt gilt das natürlich auch. Und wenn ich dann sehe, wenn ich hier zur Deckerform komme, da ist das fast wie mein Unternehmen, so ein bisschen in einem Jahr. Das ist schon eine richtig klasse Sache. Also ich sage mal, es macht riesig Spaß. Das hat sich verändert. Das hört sich gut an. Empfinden Sie das genauso, Herr Schacher, aus Ihrer Sicht? Ja, ich empfinde das genauso. Es ist, also wir haben ja diesen Wertekodex mühsam auf die Welt gebracht und haben gedacht, gut, wenn da so ein Jenny Gleixmann meint, wir brauchen sowas, irgendwie hat sie ja auch recht, aber das bringen wir jetzt hinter uns, dann gehen wir mal an die Arbeit. Na, also, und wir wollen nicht zu viel Zeit drauf verschwenden. Heute haben wir erkannt, dass dieser Wertekodex zwingend und die absolute Grundlage ist dafür. Ich kann Ihnen mal sagen, ich sage in freien Worten, nach meinen Worten, jeder in der FOCO ist für die, alle fünf Unternehmen verantwortlich, nicht nur für sein eigenes. Jeder darf sich aus allen fünf Unternehmen rausnehmen, was er brauchen kann. Er muss niemanden fragen. Da denken wir natürlich jetzt nicht, dass der die einfach die Maschinen hier abholt, sondern wir gehen davon aus, dass das ganze Know-how, was in Deckerform ist, steht grundsätzlich jedem FOCO-Betrieb zur Verfügung. Und grundsätzlich steht auch der Deckerform jedes Know-how in allen Unternehmen der FOCO-Mitgliedschaft zur Verfügung. Und da kann ich, das kann ich selber abholen, da kann ich einen Mitarbeiter hinschicken. Da kann ich meine Lehrlinge hinschicken, da kann ich meine Abteilungsleiter hinschicken. Es ist völlig egal. Wir dürfen mit dem Know-how alles machen, nur nicht die FOCO-Mitglieder schädigen. Also alles ist erlaubt, was den FOCO-Mitgliedern nützt, egal wem es mehr oder weniger nützt. Es muss jedem nützen. Und was auf keinen Fall geht, es ist nichts erlaubt, was nur einem von den Mitgliedern schaden könnte. Das ist ein No-Go. Okay. Und das schafft die Offenheit. Und dieses Vertrauen und Transparenz ist die Voraussetzung für jede weitere Zusammenarbeit. Und erst wenn die wirklich vorhanden ist, und darum hat es auch lange gedauert, funktioniert das. Und das Bild, was am Anfang jeder gehabt hat von der FOCO, war ein völlig unterschiedliches. Also es war, jeder hat sich ganz andere Erwartungen gehabt. Wir mussten auch da einen Bildabgleich machen. Und die zwei Unternehmen, die aufgehört haben, die haben das Bild halt nicht wiedergefunden oder ihnen hat es einfach zu lange gedauert. Ja. Und heute, sage ich, ist das eine Gemeinschaft, die wahrscheinlich noch sehr lange hält. Also ist meine Prognose. Auf dieser Basis raus. Aber dieser Wertekodex ist eine wichtige Grundlage. Und mir ist auch bewusst worden, als Unternehmer, die Werte muss man auch im Unternehmen leben. Sie waren ja heute auf der Pressekonferenz da. Wir haben ja nicht nur über materielle Dinge gesprochen, wie man Geld verdienen kann im Unternehmen, sondern auch, dass es eine gewisse Verantwortung da ist, dass ich Verantwortung für Umwelt, für Mitarbeiter, für alles habe. Und dieser Wertekodex muss eben durchgehen. Und er strahlt ja auch mitinitiiert aus der FOCO in alle Unternehmen rein. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben auch Referenten hier in der Runde. Der Herr Hartl hat ja hier auch referiert. Man merkt ja auch, da ist er mehr dahinter als wie nur. Der ist ja nicht bloß ein Techniker und will da jetzt irgendwie ein paar Kunststoffteile durchleuchten. Da steckt ja mehr drin. Frau Geizmann, Sie haben jetzt die ganze Zeit so immer zustimmend genickt. Als Beraterin, sage ich mal, Sie haben den Blick so ein bisschen auf das Ganze. Können Sie beurteilen, was sich bei den einzelnen Unternehmen durch diese Vordenker-Kooperation wirklich geändert hat? Also ich glaube, oder was Sie beobachtet haben? Ja, also ich glaube, was alle diese Unternehmer hier können, ist, die können alle ziemlich gut machen.
Und was sie noch alle ziemlich gut können, ist, die wollen schnell machen. Also, dass Geduld die größte Tugend ist, hier in der Runde, weiß ich nicht genau. Und ich glaube, was sich wirklich geändert hat, ist, aus diesem Machen rauszukommen. Und zwar nicht nur machen, 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 sondern vielleicht auch erstmal sich zu fragen, warum möchte ich eigentlich etwas tun? Und was will ich da eigentlich ganz genau? Und wie kriege ich das dann auf die Straße? Und ich kann mich auch erinnern, wo wir uns hier das erste Mal in Eichach getroffen haben, vor einem Jahr, und ich gesagt habe, okay, wo fangen wir jetzt an? Dann fangen wir mal bei dem Wertekodex an. Und ich in 7 Unternehmergesichter geguckt habe und die gesagt haben, da können wir nicht irgendwas Richtiges machen? Können wir nicht gleich irgendwas arbeiten? Können wir nicht gleich irgendwas produzieren? Und ich dachte mir so, okay, ich würde sagen, wir fangen mal wirklich mit was Richtigem an, nämlich mit der Basis. Und so Unternehmer nehmen ja dann auch keinen Plattformmund und sagen das ja auch ganz laut. Ne? Jenny, wenn das jetzt hier sich noch Stunden hinzieht, dann gehen wir aber nach Hause. Da wollen wir mal was schaffen. Und ich glaube, das hat sich am allermeisten geändert. Nicht nur aus der operativen Ebene zu arbeiten, sondern auch zu verstehen, es gibt auch eine visionäre Ebene, die übrigens sehr unterentwickelt ist in den meisten Unternehmen. Und zwischendrin gibt es eine Strategie. Und es wird leichter, wenn ich weiß, warum ich etwas tue. Okay, danke schön. Herr Quast hat gerade so freundlich gelächelt. Also das verrät mir, er weiß noch mehr. Oder stimmt ihm? Ich kann das nur unterschreiben, gerade so dieses ungeduldig sein. Ich habe mich auch zwischendrin gewundert, warum manche Dinge so viel Zeit brauchen. Musst du die Erfahrung machen, wenn man aber durch diese Zeit durch ist, wird es am Ende schneller. Und auf einmal gibt es Effekte, wo man sagt, jo, Zeit hat sich gelohnt. Also mehr möchte ich da eigentlich gar nicht dazu sagen, weil das passt. Die Zeit war notwendig, auch diese Kennenlernzeit. Also Sie haben es ja gesagt, 7 Unternehmen am Anfang, 5 Unternehmen jetzt, die sich im Prinzip von vielleicht einer VDWF-Veranstaltung oder von der Messe her kannten, mal miteinander geredet haben, aber ansonsten keinerlei Beziehung zueinander hatten. Das musste sich ja auch erstmal finden. Wenn wir beide uns heute das erste Mal begegnet sind und ich sage zu Ihnen, pass auf, du kannst mir alles sagen, was in deinem Unternehmen läuft, was da schief läuft und wo du dich gerade schlecht fühlst, und ich kann dir versprechen, ich verrate das auch keinem. Da können wir mal gucken, wie sehr Sie mir an der Stelle vertrauen. Und genau um so einen Grundgedanken geht es, den erstmal zu erarbeiten, dass das wirklich auch funktioniert. Okay. Dankeschön. Jetzt gibt es auch Begriffe wie in der heutigen Zeit Globalisierung, Digitalisierung. Das sind Begriffe, die betriebliche Strukturen verändern. Ja. Die Frage an Herrn Becker vielleicht, sind das Punkte, die Sie motiviert haben, zu dieser Kooperation oder bei dieser Kooperation dabei zu sein? Oder gibt es andere Punkte, wo Sie sagen, das ist für mich speziell wichtig dabei? Also oder das ist der Auslöser dafür? Also für mich persönlich, wir arbeiten schon sehr lang mit der Frau Gleitzmann zusammen mittlerweile und ich durfte kennenlernen, wie wichtig es ist, an Menschen zu arbeiten. Von dem her habe ich das Thema der Digitalisierung, die ja enorm wichtig ist für die Unternehmen, um die Unternehmen auch zukunftsfähig zu machen, ein bisschen in den Randbereich für mich gedrängt innerhalb vom FOCO. Also der FOCO ist für mich das persönliche Wachstum und das Wachstum des Unternehmens anhand mit den Mitarbeitern, die da drin sind. Genau. Also nicht nur, also die menschliche Komponente. Also die Motivation Mensch. Ja. Und Menschen wachsen, Menschen selbstständig zu machen, Menschen selbst, dass Menschen, Teamleiter, wie auch immer, sich selbst Ziele stricken, selbst Ziele setzen im Sinne der Unternehmensziele oder Unternehmensvision, es zu schaffen, sich das Team selber zu erarbeiten, selber zusammenzustellen, sich Informationen zu beschaffen, das ist mit einer der schönsten Sachen da. Ich möchte dieselbe Frage an den Herrn Seng richten, weil Sie auch so zustimmend nicken. Ist auch das die Motivation für Sie gewesen zum Teil? Also oder die ausschlaggebenden Punkte? Es ist jetzt auf jeden Fall so. Also die Motivation jetzt, zum einen merken wir selbst, hat der Jenny auch vorher gesagt, merken wir selbst an uns, dass das uns wahnsinnig viel bringt. Also diese Treffen, jedes Mal schraubt es uns ein Stückchen höher. Also der Gedanke, das Denken wird ganz anders, ist anders.
Und manchmal werden wir auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass wir merken, wir sind wahnsinnig weit voran, wir machen uns wahnsinnig Gedanken, aber du musst auch aufpassen, dass du deine Mitarbeiter mitnehmen kannst. Also das sind so Sachen, also diese, auch diese Sensibilisierung uns allen gegenüber ist wahnsinnig wichtig. Und das funktioniert in dieser Gruppe extrem gut, weil man natürlich jeder hat Erfahrungen in den Unternehmen und kann auch schon von Fehlschlägen berichten, die er zuvor gemacht hat. Und jeder, und so muss nicht der andere auch noch den Fehler machen. Und so schrauben wir uns immer höher. Wir können uns hier immer weiterbilden. Für uns selber, für mich ist das wie eine Schule. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, komme ich mit einfach viel mehr zurück und versuche dann natürlich Stück für Stück das auch meinen Mitarbeitern weiterzugeben. Okay. Und das, ja, also jetzt ist das alles, wir wissen 100%, wo es hingeht irgendwo. Bitte. Ich würde dazu gerne was sagen, und zwar, ich glaube, wir leben in einer Welt, wo technologisch unheimlich viel möglich ist. Und wir haben das heute hier auch gesehen, was technologisch alles so möglich ist. Und wenn ich mir diese technologische Entwicklung angucke, dann frage ich mich manchmal, was muss der Mensch tun, um da mitzukommen? Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Thema, was so uns bei FOCO so irgendwie antreibt. Also wie kriegen wir nicht nur unsere Unternehmen auf der Technologieseite entwickelt, sondern wie muss ich mich als Unternehmer auch entwickeln und wie muss ich vor allen Dingen auch Mitarbeiter entwickeln, dass sie diese Technologie nicht mehr nur noch beherrschen können, sondern möglicherweise auch noch richtig viel aus dieser Technologie rausholen, ohne sich abgehängt zu fühlen. Simon, ich möchte noch was dazu sagen. Ja, also ich muss genau bestellen, genau so ist es. Also die Anforderungen sind immer höher und es muss irgendwo auch Spaß machen, muss jedem Spaß machen, muss auch den Mitarbeitern Spaß machen. Ja. Und das ist, wenn du sie Stück für Stück immer weiter nimmst. Herr Schacher, bitte. Ich würde auch noch gerne eine Anmerkung zu machen für einen anderen Ansatz. Also das sind jetzt nicht die 5 Overloser, die jetzt da sitzen. Also das sind ja alles mehr oder weniger erfolgreiche Unternehmer, die ja schon eine gewisse Zeit selbstständig sind. Und im Publikum sitzen ja auch eine ganze Reihe selbstständige Leute. Und ihr alle könnt Menschen führen. So haben wir es auch gekonnt. Würdet ihr das nicht können, hättet ihr euer Unternehmen nicht. Aber das wird vielleicht der ein oder andere Unternehmer auch gemerkt haben. Der eine kommt da früher an den Punkt, der andere später. Sie können Unternehmen entwickeln. Sie können es weiterentwickeln. Aber es wird immer mühsamer, je weiter sich Ihr Unternehmen entwickelt. Und irgendwann kommen Sie vielleicht an einen Punkt, wo Sie erkennen, eigentlich müssten wir uns noch weiterentwickeln, aber ich schaffe es nicht mehr, die Leute mitzunehmen. Ich bin nicht mehr Herr der Dinge in diesem Sinne. Und da ist dann der Punkt erreicht, wo Sie sich als Unternehmer verändern müssen, sich Fähigkeiten aneignen müssen, dass Sie jetzt diese Leute wieder mitnehmen können. Vergleichen wir es mit ihnen in die Berge, Bergwanderung zu machen. Ich kann sie auch mit meinem Alter noch an einer Bergwanderung führen, bis zum gewissen Schwierigkeitsgrad. Wir kommen vielleicht auf 1000 Meter, vielleicht sogar auf 2000 Meter. Aber wenn ich auf einen 3 oder 4 oder 5000 muss, dann muss ich passen. Dann fehlen meine Fähigkeiten, euch dorthin zu führen. Da muss man sich andere Fähigkeiten aneignen. Und das sind Fähigkeiten von Mensch zu Mensch. Und das ist der Punkt, den wir letztendlich erkennen mussten in der FOCO. Wenn wir im Laden ein Problem haben, dann sind es meistens wir selber. Und dann ist einfach die Frage, wie ändere ich das Problem bei mir? Und habe es bei mir geändert, läuft es im Laden. Und wir haben jetzt auch schon das Erlebnis gehabt, dass es dann auf einmal, was am Anfang schwierig ist, sehr, sehr leicht geht. Eigentlich von allein. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Vielleicht an den Herrn Hachtel. Wir haben jetzt gehört, was ist FOCO, was kann FOCO? Gibt es konkrete Ergebnisse aus dieser Runde? Ich würde sagen, ich bin ein anderer Mensch wie vor einem Jahr. Das ist ein konkretes Ergebnis, das ich selber merke. Und ich sehe es auch bei den Kollegen, dass sie sich geändert haben in der Zeit, wo wir jetzt zusammenarbeiten. Der Franz hat es gerade gut beschrieben. Man kommt mit den Methoden und den Gewohnheiten, die man sich über die Jahre hinweg als mehr oder weniger erfolgreicher Unternehmer angeeignet hat, bis zu einem gewissen Punkt. Und ganz klar ist das, was Erfolg hatte, das dupliziert man. Wenn Sie erfolgreich mit dem Hänger Nägel einschlagen, dann neigen Sie dazu, irgendwann die Welt nur noch die Nägel dieser Welt zu sehen. Ja, und dann klopfen Sie wie ein Verrückter auf eine Schraube drauf, weil Sie keinen anderen Instrumentenkasten und auch keine anderen Gewohnheiten haben.
Und allein das mal zu erkennen, dass so jeder so spürt, kommt da so eine Decke, über die komme ich nicht drüber. Ich kann doch so effizienter arbeiten, es gibt keinen Quantensprung. Ja? Ich optimiere im Operativen umeinander, aber es gibt keinen Sprung nach vorne. Das ist so ein Gefühl, das wahrscheinlich viele Unternehmer kennen, das wir auch kannten. Und das wird in FOCO bearbeitet. Und das fängt, wie der Franz auch sagte und der Christian, bei uns zuerst selber an. Also wir müssen uns in Frage stellen, wir müssen lernen. Der Christian hat gesagt, wie in der Schule, es ist in der Tat so. Und wenn wir das dann können, dann sind wir erst in der Lage, das auch in die Unternehmen reinzutragen. Und die Früchte sieht man. Dankeschön. Bitte. Sie wollten? Nein? ja, vielleicht kommen wir auch schon zum Abschluss. Eine Frage noch. Zwei Fragen vielleicht. Bleibt es? Ich finde es, also da muss ich doch noch was sagen, bevor wir zum Abschluss kommen. Vielleicht will einer der Herren noch was über das ganz konkreteste Ergebnis sagen, nämlich diese Ausbildungskooperation. Darauf wäre meine Frage abgezielt, aber gerne. Mache ich mal wieder. Nee, natürlich, wir haben auch noch zum einen die Ergebnisse an uns selbst, die uns, die natürlich extrem wichtig sind. Aber natürlich wollten wir auch mal, oder war dann auch mal die Initiative zum sagen, okay, jetzt müssen wir das Ganze auch noch besser in die Unternehmen reinbringen. Und das kannst du nicht mit einem Dampfhammer oder sonst was machen. Wie willst du sowas wieder tun? Und dann war, wir haben auch, am Anfang muss man auch zugeben, wir haben verschiedene Projekte gestartet, die wir dann auch wieder abbrechen mussten, weil es eben eigentlich zu flach war. Eine Einkaufsgemeinschaft oder sonst so Dinge, das war einfach, das war nicht das, was es jetzt ist. Also dieser FOCO-Gedanke, das war einfach zu flach gedacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wie bekommen wir es hin, dass unsere Mitarbeiter, unsere Unternehmen sich besser und einfacher vernetzen? Und dann war eigentlich mal die Idee, komm, fangen wir mal ganz von Anfang an. Also nehmen wir unsere Azubis. Wir sind alles Ausbildungsbetriebe oder sind auch wieder dran. Und wir wissen alle, dass Ausbildung heutzutage extrem wichtig ist. Uns nicht einfach ist, immer die Azubis zu finden. Und dann war einfach die Idee, komm, wir machen eine Azubi-Kooperation. Also jetzt gibt es Azubis-Treffen unter dem Label FOCO, wo wir sozusagen unsere Azubis zu den Firmen schicken. Die Azubis im Betrieb müssen das Ganze oder dürfen das Ganze organisieren. Das heißt, von der Einladung, von allem bis nachher zur Durchführung und natürlich auch Nachkalkulation. Also es ist wirklich was zum Lernen. Und dann gibt es drei Grundsätze, die wir einfach beschlossen haben, indem wir gesagt haben, okay, ihr dürft 100 Euro pro Kopf verbraten. Ihr müsst dementsprechend 100 Stunden maximal dürft ihr einsetzen. Und es muss 100% Ergebnis rauskommen. Und wir haben die erste Veranstaltung hinter uns. Da durften wir Veranstalter sein. Und man muss sagen, wenn man dann gesehen hat, wie die Azubis erstmal natürlich diese Challenge für unsere Azubis, die dementsprechend sich hier wirklich mal Gedanken machen mussten und auch unsere Ausbilder, das war schon faszinierend, also was da schon rauskam. Und nachher dann das Treffen mit allen Azubis bei uns, die natürlich von fünf Firmen, also alle Azubis von fünf Firmen waren dann bei uns. Es waren gute 30 Azubis. Das war ein Wahnsinnsergebnis. Also die waren nachher alle hellauf begeistert und dieses Netzwerken fängt da schon an. Die haben miteinander eine Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe gebildet und schicken sich jetzt WhatsApp. Und also es ist einfach faszinierend. Also dazu, da hat man einfach gemerkt, dieser FOCO-Gedanke, der wächst jetzt. Den haben wir gesetzt und jetzt gibt es schon die nächste Kooperationsgruppe. Und wir sagen, jetzt gibt es den nächsten Arbeitsbereich und so streuen wir das jetzt Stück für Stück in unser Unternehmen, in unseren Unternehmen. Ich weiß nicht, will einer von euch noch was dazu sagen, bevor ich hier... Ja, aus dieser Ausbildertreffen gibt es jetzt ein Ausbildertreffen, das jetzt in regelmäßigen Sitzungen rollieren stattfindet. Und das, was ich aber dazu sagen wollte, das Ganze funktioniert nur deswegen, weil wir zuerst diese Werte und diesen Geist gesetzt haben und das jetzt auch tatsächlich in die Azubis runter transferieren konnten. Das heißt, ein Azubi bei von Stolz und Seng, der fühlt sich als FOCO-Azubi genauso wie als Azubi bei Stolz und Seng. Und das gleiche gilt für Deckerform oder für Mythek. Und so fängt eigentlich was an zu laufen.
Und das, was wir dann daraus merken, ist, dass wir sagen, wir dürfen das jetzt begleiten, aber wir dürfen es eben nicht bestimmen. Wir sagen nicht, jetzt gibt es das, mach da mal, sondern das sollen die Firmen, die Mitarbeiter jetzt für sich selber entwickeln. Wir sind die Initiatoren, aber entwickeln tut sich das alleine. Das ist das Spannende daran und das sehen wir tatsächlich, das funktioniert. Das ist für uns, für mich, spreche aber auch sicherlich im Namen aller, für die Unternehmer, die gewohnt sind, zu machen, zu delegieren und möglichst schnell Ergebnisse zu kriegen, eine ziemlich interessante Erfahrung, etwas wachsen zu lassen. Ja? Also das Gras nicht am Zipfel zu nehmen und sagen, mal dran ziehen, jetzt wächst doch schneller, sondern sich entsprechend zurückzunehmen, Geduld zu üben und das entstehen zu lassen, was da passiert. Sehr spannend. Okay. Dann? Bitte? Ja, gerne. Also was dieser Ausbilderkooperation jetzt ganz wichtig ist, ist, wenn wir jetzt das in der Rückschau betrachten, hätte man das vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr probiert, wäre das ein Zangen gebohrt worden. Das Ding ist von allein geflutscht. Also es ist vielleicht nicht ganz von allein, aber es ist wirklich kein Kraftakt gewesen. Und wir haben jetzt schon diese beide Aktionen in eine große Selbstständigkeit gegeben. Was sich stark bewertet in der FOKU ist, dass alle Treffenreihe umgehen, dass jeder jedes Unternehmen kennenlernt. Also wenn die Geschäftsführer sich vertreffen, das geht in der Runde rum, müssen die jeden Unternehmen durchrollierend. Wenn ich kurz die Frage einwerfen darf, warum hätte es nicht funktioniert? Weil die Voraussetzungen nicht gestimmt hätten. Wir haben die Vertrauensbasis nicht gehabt, wir haben nicht gelernt gehabt, wie man sowas machen muss und jetzt läuft es von allein. Also von daher bin ich eben schon der Meinung, dass FOKU nochmal was ganz Großes wird. Weil wir betreuen es noch ein Stück weit mit, also auch diese Auszubildendengenerei um und auch die Ausbildertreffengenerei um. Wenn es bei uns im Haus ist, bin ich als Geschäftsführer der Moderator, wenn es beim anderen ist, der andere. Aber die anderen Geschäftsführer haben nichts zu tun. Wir widmen uns wieder neuen Themen und bringen das nächste auf die Strecke. Und ich bin der Überzeugung, dass wir ganz, ganz viel auf die Strecke jetzt bringen werden. Weil eben diese Basiswerte da sind. Die sind die Voraussetzungen. Und wir auch eine ganz klare Vision haben, wie unsere Unternehmen ausschauen sollen. Das ist nicht bei jedem Unternehmen gleich, aber jedem Unternehmen ist bewusst worden, wie will ich mein Unternehmen in 5 oder 10 Jahren haben. In der Regel ist ja so, wenn Sie einen Unternehmer fragen, wie schaut denn dein Unternehmen in 10 Jahren aus? Die gängigste Antwort ist, das ist eine gute Frage. Das wäre auch meine Abschlussfrage gewesen. Wie sehen Sie FOKU? Der sagt, müsste eigentlich mal drüber nachdenken. Ja. Und ich denke, dass wir eigentlich jetzt schon wissen, wo wir hinwollen. Ja. Wie gesagt, meine Abschlussfrage hätte dort abgezielt. Wo sehen Sie FOKU in 10 Jahren beispielsweise? Oder wo soll sich es hinentwickeln? Hier sitzen im Moment 5 Firmen plus die Frau Gleitzmann als Beraterin für diese Visionäre. Wollen Sie Firmen mit ins Boot holen? Sagen Sie, mit diesen 5 sind wir im Moment ausgelastet. Das sind jetzt viele Fragen, was da kommen. Ja, aber es soll so ein bisschen Ausblick in die Zukunft also geben. Ich persönlich kann es nur empfehlen, so eine Kooperation einzugehen. Wir haben uns entschieden, vorerst niemanden aufzunehmen. Nicht aus Arroganz, sondern weil wir dann wieder relativ weit vorne anfangen müssen. Wir möchten jetzt weiter vorankommen. Wir sind eh ungeduldig. Das wird uns ja ständig von der Dame hier in der Mitte vorgeworfen. Also wir denken, dass es jetzt nicht gut passt. Aber sucht euch 3, 4, 5 Gleichgesinnte und probiert es. Wenn die allen guten Willens sind, wird es funktionieren. Von der FOKU selber habe ich persönlich die Meinung, dass es was ganz Großes wird. Dass es ein Markensiegel wird. Dass es in 10 Jahren ein Qualitätsmerkmal ist. Dass es viele, viele Strukturen geben wird, die unter dem Namen FOKU laufen. Wir sind jetzt auch drauf gekommen, dass es Zeit wird, dass wir ein Logo kriegen. Ne? Wir werden einen FOKU-Qualitätsstand in der Ausbildung haben. Irgendwo. Der ist in allen Unternehmen dann gleich mit gewissen Abweichungen, weil die Unternehmen nicht gleich sind. Und so weiter. Das ist meine Meinung. Ich höre jetzt auch an der Stelle auf. Ich gebe das gerne noch weiter an die anderen, weil die das sehen. Wir haben uns da auch nicht abgesprochen. Aber es ist erfüllbar aus meiner Sicht. Dankeschön. Aus meiner Sicht, mit dem Ausblick in die Zukunft, wäre alles gesagt. Außer einer der Herren, die Dame. Hat doch was auf dem Herzen, der Herr Seng. Ich möchte noch einen kleinen Hinweis hingeben, wenn der Franz sagt, schließt euch zusammen, tut was, probiert es aus. Was wir ganz hart gelernt haben, ist, es gehört auch Geduld dazu. Wir sind alles
wie Jenny sagt, wir sind Macher, wir sind Werkzeugmacher. Bei uns muss immer alles auf Druck und Termin und fertig. Und nächste, manchmal sind kleine Schritte viel mehr und das muss man echt erst lernen. Auch das ist wirklich schwer. Und da einfach Geduld mitbringen und sich dann wirklich auch mal an kleine Fortschritte erfreuen und das Positive darin sehen, das ist schon was, wo man als Werkzeugmacher viel mal erstmal wieder lernen muss. Und darum das nochmal als kleiner Hinweis. Alles klar. Dann danke an Frau Kleitschmann, danke an die Herren. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen aus dem Publikum gibt zu dem Thema. Nein? Alle Klarheiten beseitigt. Dann vielen Dank. Ich denke, es gibt jetzt noch organisatorische Durchsage vom Herrn Berz zum heutigen Ablauf oder von Anna. Der hat nicht geredet, dass wir so schnell sind. Doch, die Frau Kleitschmann hat doch noch. Sie haben eine Frage oder eine Anmerkung? Ein bisschen was von beiden. Ich würde vielleicht gerne noch mal die Frage stellen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere schon mal eine Kooperation ausprobiert und hat auch festgestellt, dass das nichts mehr geworden ist. Also man hat das schon mal probiert und ist irgendwie gescheitert. Das hat sich dann irgendwie im Sande verlaufen. Und das ist vielleicht auch noch mal eine spannende Frage. Warum verläuft das hier eigentlich nicht im Sande? Also es ist manchmal anstrengend zwischendrin. Das ist manchmal wirklich herausfordernd. Ich sehe auch manchmal in die Gesichter, wo ich mir so denke, steht er jetzt gleich auf und geht und dann bleiben sie doch sitzen. Und das würde mich vielleicht auch noch mal ein bisschen interessieren, warum ist das hier eigentlich anders? Eins der Lektionen, die wir alle gelernt haben, ist, dass man operative Probleme vielleicht im operativen Ebene lösen kann, aber meistens eben nicht. Und dass es da darum geht, diese operativen Themen aus einer Vision heranzukommen. Ich selber habe schon mal eine Kooperation hinter mich gebracht. Da ging es dann so um Einkaufsthemen und um Kapazitätsthemen. Das hat sogar besser gepasst, rein was die Geschäftsstruktur und das Portfolio und die Dienstleistung angeht, wie jetzt mit meinen Freunden hier. Aber es hat eben deswegen nicht funktioniert, weil wir darauf fokussiert waren, bessere Einkaufspreise zu generieren. Und das hat ein halbes Jahr funktioniert und dann haben wir das erste Mal dem Hasco einen Rabatt rausverhandelt und dann ist das Ding eingeschlafen. Warum? Weil wir nur in der operativen Ebene unterwegs waren. Wir haben keine Vision gehabt, wie der Franz gerade gesagt hat, von was soll Focoma in 10 Jahren sein. Ja, es soll eine Marke sein. Es soll, ja, genau. Und das war damals nicht gegeben und deswegen ist das Ding auch wieder eingeschlafen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns als Unternehmer hinterfragen, dann ist es doch so, dass dort, wo wir eine Idee hatten oder eine Vision, etwas umzusetzen, ich sage jetzt selber bei mir zum Beispiel diese CT-Technologie, vor 10 Jahren hat mich jeder für verrückt erklärt, als Werkzeugmacher so eine Kiste für 600.000 Euro zu kaufen, aber da hatte ich eine Vision. In dem Moment, wo ich aus der Vision etwas versucht habe umzusetzen, da habe ich dran geglaubt und auch die Leute haben den Glauben mit mir teilen können. Wenn ich in der operativen Ebene etwas versuche, operativ zu lösen, funktioniert es nicht. Und das ist bei einer Kooperation nicht anders wie in den Unternehmen selber. Das ist der Unterschied. Und das ist meine Antwort, warum es jetzt funktioniert und damals nicht. Okay, Dankeschön. Ich glaube, ich denke, damit ist alles gesagt. Danke nochmal. Ja.